Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute nehme ich euch mit auf ein Push-Training und ja, ich bin selber ein bisschen traurig, dass es ein Push-Training ist, weil es gibt meiner Meinung nach so am allerwenigsten her. Und zusätzlich habe ich auch noch ein bisschen Probleme mit meiner linken Schulter. Die hindert mich an vielem oder an vielen Übungen. Ich kann mein Push-Training nicht so gestalten, wie ich es gern würde. Aber ich habe mir gedacht, vielleicht ist es gar nicht so uninteressant und ich nehme euch ein bisschen mit in ein invaliden Push-Training, ja, und zeige euch, was ich alles so mache, um meine Problematik herum zu trainieren. Vielleicht kann ich so für euch ein bisschen einen Mehrwert generieren und im Prinzip werden wir das Training heute einfach so aufbauen. Ich werde all das machen, was schmerzfrei geht. Das ist immer so mein Nummer 1 Tipp und mein Nummer 1 Ratschlag, wenn ihr eine akute Verletzung habt, ja, oder euch irgendwas weh tut, ist der beste Ratschlag, macht beim Training nichts, das weh tut, so lange, bis es nicht mehr weh tut. Und genau das werden wir heute machen und ihr könnt mich dabei begleiten. Also wir fangen an, die Rotatorenmanschette in der Schulter aufzuwärmen. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr, wie Sie gerade gesehen habt, die Außenrotation trainieren möchtet, also die Abduktion des Armes, dann ist es ganz, ganz wichtig, das nicht mit der Kurzhantel zu machen, sondern mit einem Theraband zu machen, ja, dass der Zug quasi dann in diese Richtung geht. Und ja, so könnt ihr ideal die Schulter aufwärmen und auf schwere Belastungen vorbereiten. Warum mache ich Latzin in meinem Aufwärmzyklus, wenn ich eigentlich Push trainiere? Wir fangen an mit Langhantel Military Press und das mache ich eigentlich deswegen, weil es die genau umgekehrte Bewegung vom Military Press ist und in meiner Theorie, oder meine Theorie lautet so, wenn ich zuerst die umgekehrte Bewegung trainiere und das Runterziehen trainiere und auch diese Muskeln vorher aufwärme, durchblute, dann fühlt sich die Drückbewegung nach oben einfach besser an. Vor allem, ich kann die Schulterblätter besser stabilisieren. Das Ganze fühlt sich für mich geschmeidiger an, wenn ich die Bewegung vorher von der umgekehrten Seite aufgewärmt habe. Weil es auch eine Frage war, die sehr, sehr häufig gestellt wurde: Wie wärmst du dich richtig auf? Ja? Also ihr habt einerseits meine Schulter-Mobility-Routine ein bisschen gesehen, ja? Und dann der Hauptpart des Aufwärmens sind eigentlich dann die Vorbereitungssätze, nehmen wir es mal so. Und da schaue ich, dass ich irgendwo zwischen 8 und einer Wiederholung bleibe. Das heißt, ich mache 3, 4 Aufwärmsätze. Ja? Zum Beispiel im ersten Satz mache ich 8 Wiederholungen, im zweiten Satz mache ich vielleicht noch 5, 6 Wiederholungen. Dann steigere ich progressiv das Gewicht. Jetzt nehmen wir zum Beispiel 80, dann mache ich vielleicht noch 3, 4 Wiederholungen. Dann im nächsten machen wir 90, dann machen wir vielleicht noch 1, 2 Wiederholungen. Und wenn sich das ganz gut anfühlt, dann versuchen wir im Arbeitssatz die 100 Kilo. Schauen wir mal, wie das heute so funktioniert. Aber ich bin ganz guter Dinge. Deswegen mit Langhantel Military Press an, weil das Lustige ist, ich kann alle oder nahezu alle Überkopfdrückbewegungen schmerzfrei machen. Alles, was dann vom Winkel her weiter runter geht, Incline, Flat oder sogar Decline,
macht man mit Schulter dann ziemliche Probleme, aber Überkopf geht eigentlich nahezu beschwerdefrei. Sicher hat man ein bisschen das immer im Hinterkopf, aber das ist zumindest eine Übung, wo ich jetzt versuche, doch halbwegs eine Last auch drauf zu bringen und eine Last beim Drücken zu bewegen, weil es, wie gesagt, eigentlich sich für mich natürlich anfühlt und nahezu vollkommen schmerzfrei geht. Eins, zwei, drei. Also, ich schaue halt, dass ich da jetzt in ein bisschen einer höheren Rap-Range einfach bleibe, um, sag ich mal, auf Nummer sicher zu gehen. Ich habe da auch schon 120 mal 5 gemacht und 140 mal 2. Das wäre im Moment, glaube ich, nicht möglich. Aber schon die 100, die fühlen sich relativ sicher, relativ safe und auch relativ stabil an. Jetzt werden wir noch ein Backoff-Set machen, dann machen wir, glaube ich, 80 und peilen vielleicht so eine ähnliche Rap-Range an, nur vielleicht noch ein bisschen langsamer und kontrollierter. 1, 2, 3. Erste Übung war jetzt Langhantel Military Press, was so ein bisschen den kompletten Brust-Schultergürtel so ein bisschen abdeckt. Und ich finde, Military Press gibt auch so diesen 3D-vollen Look im Brust-Schultergürtel. Man trifft so vordere Schulter, aber auch gleichzeitig so obere Brustmuskulatur, den Anteil, der da oben am Schlüsselbein verläuft. Mein Herz, ich bin ganz schön schwer und ein bisschen außer Atem. Deswegen finde ich Military Press eine richtig, richtig coole Übung. Würde aber jetzt nicht rein nur der Schulter zuordnen. Es ist für mich so ein bisschen eine Schulter-Brust-Compound-Übung. Und jetzt machen wir was Ähnliches. Meine zweite Verbundübung heute ist Dips. Und bei Dips ist ganz, ganz entscheidend, je nachdem, ob es vorrangig für die Brustmuskulatur oder für den Trizeps machen möchte. Man hat früher immer gesagt, wenn die Dip-Halme eng sind für den Trizeps und ein bisschen weiter greifen für die Brust, das ist aber ein Irrglaube. Entscheidender ist, wo die Übung hinwandern. Ja. Und ihr könnt euch das ähnlich vorstellen wie beim Bankdrücken und könnt das umlegen, sind die Ellbogen tucked in, würde man auf Englisch sagen, also auf Deutsch sind die Ellbogen anliegend und gehen nach hinten, triff ich bei Dips den Trizeps, aber lasse ich die Ellbogen nach außen gleiten, triff ich die Brustmuskulatur. Und je nachdem, wo Sie da jetzt Fokus drauflegen möchtet, ich möchte jetzt bei meinen Dips den Fokus ein bisschen auf die Brust legen. Also nicht entscheidend, ob die Dip-Halme jetzt enger oder weiter sind, ob ich es enger oder weiter greife oder ob ich mich nach vorlehne oder recht aufrecht bin. Früher habe ich immer gesagt, okay, wenn du dich nach vorlehnst, triffst du die Brust, wenn du aufrecht bleibst, den Trizeps. Es ist viel entscheidender, was macht ihr mit euren Armen, habt ihr den Übung eng anliegend oder lasst ihr den ausgestellt. Thank you.
wir machen jetzt, wie ihr gesehen habt, Tipps und auch mit Zusatzgewicht, eben weil das auch eine Übung ist, wo ich richtig gut Last draufbringe und wo man nichts weh tut. Und ja, das ist, finde ich, richtig, richtig gut. Dann habe ich trotz allen Problemen zwei Übungen dabei, wo ich richtig gut Gewicht bewegt habe, eine Last auf die Zielmuskulatur gebracht habe. Und den Rest werden wir uns dann eher so Isolationsgeschichten zuwenden. Jetzt machen wir noch Tipps mit Zusatzgewicht mit zwei Scheiben. Da ist eher schon der limitierende Faktor, grundsätzlich mal in die richtige Ausgangsposition zu kommen. Wir machen jetzt eine Isolationsübung für den Trizeps. Dieses Gestänge habe ich wieder von einem Online-Versandhändler bestellt, wo ich einfach, glaube ich, eingegeben habe, verstellbare Latzugstange oder irgendwie so. Und das Tolle ist, ihr könnt das jetzt individuell umhängen und in der Breite verstellen. Und ich hätte das jetzt heute gern oder habe das jetzt hier beim Trizeps in meinem Fall so gewählt, dass es in etwa Schulterbreite entspricht und ich kann halt hier die Handflächen komplett frei rotieren lassen und vor allem für Leute, die Ellbogenprobleme haben, denen möchte ich sowas wirklich ans Herz legen, weil meistens ist es so, wenn ich jetzt in irgendeiner Art und Weise einen fix vorgegebenen Griff habe, der vielleicht zu schmal ist, ja, dann habe ich hier immer Scherkräfte im Ellbogengelenk, weil der Arm eigentlich so nach außen möchte. Und ich sollte im Idealfall so drücken, dass das in einer Linie quasi vom Schultergelenk durchgeht. Sobald das seitlich versetzt ist, habe ich immer Scherkräfte im Ellbogengelenk. Das ist übrigens auch der Grund, warum die meisten Menschen Ölbogenprobleme bekommen, wenn sie schwer Skullcrushers machen, da habe ich die gleiche Problematik, weil der Griff eng ist und dann kriege ich immer Ölbogen oder Scherkräfte aufs Ellbogengelenk. In Wirklichkeit müsst ihr die SZ-Stange weiter außen greifen, dann passiert sowas nicht. Wir haben jetzt zu Beginn eine Isolationsübung für den Trizeps gemacht. Er ist zwar eh schon vorermüdet von den ersten zwei Drückübungen, aber ich mache dann immer ganz gerne am Anfang so eine Isolationsübung für den Trizeps noch dazu, dass das Ellbogengelenk auch wirklich schön aufgewärmt ist, bevor ich dann in eine Überkopfstreckbewegung gehe. Das ist meiner Meinung nach das Wichtigste für den Trizeps ist. Was jetzt vielleicht viele von euch fragen, warum macht er das jetzt gerade da? Ich finde es halt toll, weil ich mich einerseits hinten natürlich anlehnen kann und meine Wirbelsäule stabilisieren kann, aber auch mir ist ganz, ganz wichtig bei dieser Übung oder beim Überkopfstrecken ist es entscheidend, dass ich mit dem Trizeps in die maximal gediente Position unten komme. Ja? Und wenn ich das jetzt zum Beispiel machen würde auf einer normal verstellbaren Bank,
wäre mir die Lehne der Bank hinten im Weg und ich würde mit der Kurzhantel unten anstehen und nicht in die maximal mögliche Dehnung kommen. Und gerade die ist aber so, so wichtig, wenn wir diesen Schwung im Trizeps unten trainieren wollen, das was halt gerade für Bodybuilder in der Doppelbizepspose von vorne und von hinten so entscheidend ist, dass ich einen schönen Schwung unten im Trizeps habe, der lange Kopf, und den triffe ich eigentlich immer nur über Kopf in der maximal gedehnten Position. Deswegen ist das Setup da für mich so großartig. Geht aber natürlich auch, einige Gyms haben so ein kurzes, abgesägtes Bankerl zur Verfügung, ja, mit einer kurzen Lehne, da könnt ihr das natürlich ganz genauso machen. Wir haben das hier leider nicht zur Verfügung, aber gewusst wie, kann man sich da natürlich immer ein bisschen helfen. Machen wir noch eine Isolationsübung für die seitliche Schulter, für den seitlichen Schulterkopf. Ich bin der Meinung, dass Schultern von einem höheren Wiederholungsbereich einfach mehr profitieren wie von schwer und falsch sowieso. Aber ich glaube, dass vor allem der seitliche und der hintere Schulterkopf durch diesen Blutfluss, diesen metabolischen Reiz, ja, und dieses Brennen, zumindest ist es in meinem Fall so, besser ansprechen und besser reagieren wie von wenigen Wiederholungen und schwerem Gewicht. Beim Side-Team ist der klassische Fehler, dass viele Leute aus dem vorderen Schulterkopf abfälschen, ja, drum, wie eh schon öfters erklärt, versuchen diese Rotation im Oberarm zu haben, ja. Das heißt so, dass die Armbeuge sogar leicht nach unten schaut, ja. An der Maschine stellt euch einfach vor, ihr drückt quasi so ein bisschen durch euren äußeren Trizepskopf. Dann sind wir super schön in der seitlichen Schulter und ich tue mir dann noch leichter dabei, wenn ich die Griffe nicht halte, sondern nur rein aus dem Ellbogen drücke. Da versuche ich, wie gesagt, eher in einem Bereich von 10 bis sogar 30 oder 50 Wiederholungen zu bleiben. Aber das meiste spielt sich so im Bereich von 10 bis 20, 25 Wiederholungen ab. Und was ich noch dazu sagen möchte, wie euch sicherlich schon aufgefallen ist, ja, bei den Isolationsübungen weiche jetzt von diesem klassischen Hit- und Zwei-Satz-Prinzip und vor allem von diesem Loading-Set-Back-Off-Set-Prinzip ab. Ja. Da kann es auch oft sein, dass ich 3 Sätze oder vielleicht sogar 4 Sätze mache. Und da konzentriere ich mich wirklich in erster Linie auf das Muskelgefühl, die Mind-Muscle-Connection, die ich zwar bei den Verbundübungen genauso mache, aber bei den Verbundübungen geht es mir doch in erster Linie auch um Progression, darum stärker zu werden, mehr Gewicht zu bewegen. Die Verbundübungen sind mehr oder weniger mein Tacho, mein Messinstrument, ja, okay. Wo bewege ich mich im Training? Werde ich stärker? Werde ich schwächer? Werde ich besser? Und bei den Isolationsübungen geht es mir eigentlich mehr darum,
einen metabolischen Reiz zu setzen, die Muskulatur maximal zu durchbluten, Nährstoffe in die Zielmuskulatur zu pumpen. Aber seitdem ist jetzt nicht dazu da, einen PR, eine persönliche Bestleistung, einen persönlichen Rekord darin aufzustellen. Ja. Und selbst wann wir immer so aus die Hitler propagiert werden, ja, bei den Isolationsübungen, wende ich bei sehr, sehr vielen dieses Prinzip eigentlich nicht an. Gerade diese bisschen Mixtur aus dem klassischen HIIT-Training und am Schluss doch ein bisschen metabolische Last, ja, das sollte euch ein bisschen aufzeigen, aus diesem eindimensionalen Schienendenken ein bisschen auszubrechen. Ja. Alles hat seine Vor- und seine Nachteile. Also ich würde jetzt nie sagen, okay, ich bin jetzt rein HIIT-Verfechter und ich bin schon gar kein Volumen-Verfechter. Ja. Aber viele Wege führen nach Rom und viele Trainingsprinzipien haben ihre individuellen Vorteile und ich versuche halt mal aus allem für mich das Bestmögliche rauszufiltern und das so zusammenzustellen. Okay, abschließende Übung machen wir noch Butterfly, einfach eine fliegende Bewegung, weil es das Brusttraining schön abrundet. Wir haben zwei Drückübungen gehabt mit Brustbeteiligung, sage ich jetzt einmal, mit Military Press und mit den Dips, mit den weiten Ellbogen für die Brustmuskulatur. Und jetzt schauen wir, dass wir noch eine schöne fliegende Bewegung mit reinbringen. Da konzentrieren wir uns nicht darauf, dass wir die Arme vorne zusammenbringen. Wir konzentrieren uns darauf, dass wir den Oberarm schön nach innen schieben. Butterfly hat für mich den Vorteil gegenüber fliegend mit Kurzhanteln, dass ich am obersten Punkt eine schöne Höchstkontraktion habe, was ich bei den Kurzhanteln nicht habe. Da verliere ich am obersten Punkt die Spannung. Deswegen haben wir den Butterfly zum Schluss gewählt, um nochmal Brust schön aufzudehnen. Auch hier wieder so höherer Wiederholungsbereich, so 10 bis 20 Wiederholungen und das rundet dann unser heutiges Push-Training ab. Das war's mit, oder das war's von meinem Push-Training. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe vor allem, ihr habt ein bisschen Mehrwert für euer Training daraus mitnehmen können. Ich hoffe, ihr habt vielleicht ein bisschen was lernen können und ich hoffe, ihr seid vielleicht auch ein bisschen motiviert worden für eure eigene Trainingseinheit, für euer nächstes Push-Training. Vielleicht werdet ihr euch auch etwas davon umsetzen und ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr gerne in Zukunft sehen würdet, was ich gesondert vorstellen soll, vielleicht Übungen, die ich euch erklären soll. Inspiriert mich ein bisschen für meine nächsten Videos. Ansonsten hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.